Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Zielonka, auf unserem Krautschlegel-Projekt und da hat es jetzt einige Tage keine Folge gegeben, aber jetzt hier in den Weihnachtsfeiertagen, da produzieren wir wieder ein paar Folgen und wir sind hier vor unserem Schafstall und ich will euch zeigen, was sich denn in der Zwischenzeit hier einiges getan hat, mal unabhängig davon, dass wir natürlich hier in das IT-Runner-System investiert haben, hier auch, um zum Beispiel dann die Wolle aufzunehmen. Aber ich zeige es euch gleich, wir laufen mal da hinten hin, denn ihr seht es vielleicht schon, schwuppdiwupp, da steht jetzt nicht mehr eine Mühle, da stehen zwei Mühlen. Ich habe nämlich mir eine Mühle gekauft und ich habe gedacht, ja, die passt doch eigentlich super dahin. Ich musste dazu allerdings auch das Land kaufen und das Land ist eigentlich relativ, ja, nutzlos. Außer natürlich, man kann hier dann noch einiges bebauen. So, also wir haben hier diese Mühle jetzt angeschafft und diese Mühle, die produziert uns jetzt natürlich entsprechend Mehl und natürlich auch Öle. Das ist nämlich das Schöne und das Wichtige. Wir können jetzt hier nämlich Öl produzieren, Sonnenblumenöl und entsprechend auch Rapsöl. Und das heißt, das brauchen wir für die Produktion, wenn wir Kartoffelchips herstellen wollen. Und deswegen, wir sind ja jetzt im März, müssen wir jetzt ein bisschen was tun. Wir müssen investieren und wir müssen wieder unsere Felder entsprechend anbauen. Das heißt, wir werden Kartoffeln ansehen, wir werden natürlich Raps ansehen, wir werden Sonnenblumen ansehen. Und um das machen zu können, habe ich in der Zwischenzeit wieder ein bisschen was gekauft, nämlich diesen schönen Massey Ferguson MF8S265, also mit 265 PS. Warum? Weil ihr seht es hinten dran, da ist nämlich unser Pflug dran. Yo, das heißt, wir legen jetzt mal los und werden mal ein paar Felder pflügen und vorbereiten. Denn ich habe ja so einen Verdacht, beziehungsweise ich glaube, es hat sich auch mittlerweile bestätigt auf der anderen Map, nämlich auf unserem Alpenprojekt, das wir ja noch spielen, nämlich die wunderschöne Neumini-Brunnen. Da habe ich nämlich auch festgestellt, dass wir, glaube ich, mit dem Tiefenlockerer nicht weiterkommen oder nicht dorthin kommen, wo wir hinwollen, was nämlich unsere Bodenbearbeitungswerte angeht. Ja, und ich will ja natürlich schauen, dass wir hier, was den Umweltbonus angeht, hier in die Vollen kommen. Und deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen pflügen, bevor wir hier anbauen. Denn ich habe nämlich den Verdacht, der Tiefenlockerer, der sagt zwar, dass das wie ein Pflug arbeitet, anstelle eines Pfluges auch genommen werden kann, aber der Tiefenlockerer, den wir haben, der funktioniert anscheinend nicht so. Das sieht man ja auch, wenn man sich hier diese Felder ansieht. So, weil... So, da steht jetzt nichts dabei, aber ne, das sieht dann eigentlich eher aus wie gegrubbert, auch ja, also wie so, nicht wie gegrubbert, sondern von der Textur wie, na, wie heißt es, wenn man mulcht, na, wenn man eben das Stroh zerkleinert, aber das ist eben nicht gepflügt richtig und die Textur passt nicht und deswegen machen wir das jetzt. So, und da brauche ich halt auch 260 PS für dieses Teilchen, deswegen auch der Messi, der war auch witzigerweise, glücklicherweise, so will ich es fast formulieren, auch im Angebot, also den haben wir relativ günstig bekommen und den habe ich dann gleich hochgepimpt und jetzt werden wir das Feld hier pflügen. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Stoppelsturz, jetzt habe ich wieder das richtige Wort, Stoppelsturz, ne? Also das zeigt hier an, dass das Feld eigentlich nur einen Stoppelsturz hat, aber eben nicht gepflügt. Und da habe ich den Verdacht, ist eigentlich auch logisch, dass das der Grund ist, warum wir hier im unteren Bereich eben bei Bodenbearbeitung nur den halben Wert oder die halbe Punkte hinbekommen, und zwar auf allen Feldern. Und ich vermute, der ein oder andere wird sich das auch schon gedacht haben von euch. Deswegen werde ich jetzt hier die Felder mal richtig pflügen. Und wenn die gepflügt sind und wir dann die Aussaat machen, dann müsste hier eigentlich der Wert Bodenbearbeitung nach oben gehen. Und dann kommen wir hoffentlich richtig nach oben, auch wenn wir im Moment bei 9% sind. So, die 9%. Die will ich übrigens auch mitnehmen, weil während er jetzt hier erstmal frisch, fromm, fröhlich hier vor sich hin ackert, und das scheint er ja gut hinzukriegen, ja, auch wenn er hier ein wenig komisch schräg macht. Okay, sei es drum, aber er kommt auf jeden Fall übers Feld. Soll dieses wunderschöne Gerätchen sozusagen auch der Start unseres Big Farm Projektes oder sagen wir mal die Verlagerung des Big Farm Projektes von neu
Bartelshagen hierher auf die Zielonka sein, denn hier wollen wir auf jeden Fall dann auch im größeren Stil arbeiten. Und der nächste Beginn, der dazu folgt, ist nämlich, dass wir hier jetzt noch ein Feld kaufen. Und zwar dieses Feld hier möchte ich kaufen. Da ist jetzt im Moment noch nichts drauf. So. Okay. Und dann können wir nämlich hier auch entsprechend Raps bzw. Sonnenblumen draufpacken und das Feld ist relativ gut eben dann auch zu bearbeiten und abzufahren mit dem Drescher. Ich habe übrigens mittlerweile wieder einiges hier an Geld aufgenommen, deswegen die 193.000. Wir sind also mit knapp einer Viertelmillion im Minus und um das allerdings jetzt ein bisschen abzubauen, würde ich doch gerne jetzt ein bisschen was verkaufen. Und dazu packen wir hier jetzt den IT-Runner an und jetzt muss ich aber erstmal schauen, was können wir denn relativ gut verkaufen? Wie sieht es eigentlich mit der Wolle aus? Wann können wir denn die Wolle verkaufen? Aber ich glaube, das ist jetzt nicht im März, oder? Bester Preis, doch März 2022. Erlengrad, Bauernmarkt. Im März. Wir könnten da noch ein bisschen mehr kriegen, aber ich bringe trotzdem die Wolle weg, weil was weg ist, ist weg. Wir müssen jetzt ein bisschen Bares bringen. Also zum Bauernmarkt. Okay. Und dann bringen wir mal die Wolle weg. Die Schafe liefern uns ja ein bisschen Material und sind ja sehr genügsam. Und dann haben wir ja bei unserer Konservenfabrik auch Material. So. Wunderbar. Dann fahren wir mal zum Bauernmarkt. Dann machen wir so ein bisschen eine Verkaufsfolge. Denn wie gesagt, wir brauchen ein bisschen Bares. Denn wir werden ja natürlich auch neue Gerätschaften. Wir brauchen vor allen Dingen auch einen größeren, zum Ansehen, Saatmaschine. Denn die jetzige Saatmaschine, die bringt uns nicht viel mit den 3 Metern. Wenn wir natürlich jetzt in größere Felder investieren wollen. Jetzt fahren wir, wir fahren übers Feld. Wir fahren den Feldweg, den Wirtschaftsweg. So, was ist mit dem Messi? Ja, er arbeitet sehr gut. So soll das aber auch sein, bitteschön, Herr Kollege, ne? Dann werden wir auf jeden Fall noch Konserven verkaufen. Und ich glaube, Mehl werden wir auch verkaufen. Dann müssten wir ja einiges wieder in die Kasse bekommen und dann können wir uns nämlich eine ordentliche Saatmaschine holen, damit wir dann die Felder auch entsprechend vorbereiten können, weil ich glaube, für die Kartoffeln haben wir uns die Saatmaschine nur geliehen, aber da werden wir uns definitiv auch eine kaufen müssen. So, langsam, 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 da ist Verkehr, da kommt was, da kommt was. So, rechts ist frei, jetzt fahren wir hier mit dem LKW hier diesen Weg. Okay. Sehr schön, das passt soweit. Ach, Bauernmarkt ist dann immer wieder so ein bisschen kompliziert, glaube ich. Jetzt fällt mir gerade ein, wir haben doch jetzt Wolle, oder? Bauernmarkt, Spinnerei. Okay, die Spinnerei, aber nur 1,6. Okay, dann fahren wir halt zum Bauernmarkt. Ich dachte doch gerade. Spinnerei müsste ja da unten sein, aber wird hier nicht angenommen. Ja, das läuft wieder so. Dann müssen wir hier wieder mit dem Stapelgabler in Anführungszeichen arbeiten. So, okay. Doch, nimmt er an. 9% Umweltbonus bringt ja auch ein bisschen was. Ja, das geht zügigst. Und ziehen ist besser als schieben, habe ich auch schon gemerkt, weil dann fliegen uns immer die Paletten um die Ohren. Auch wenn das jetzt nicht der beste Preis ist, aber wir brauchen ein bisschen Bargeld. So, 2000 im Prinzip pro. Okay, das ist soweit alles weg.
Dann können wir damit jetzt im Prinzip zur Mühle fahren und das Mehl einsammeln. Zumindest auf jeden Fall die Plattform dort mal abladen. Ich meine, wir sind ja noch nicht so weit, dass wir die Produktion gekauft haben. Dazu müssen wir sie ja kaufen, damit wir dann mit den Kartoffeln arbeiten können. Aber das Mehl, da bräuchten wir ja die Bäckerei und da bin ich, glaube ich, noch nicht dabei. Wir werden Kartoffeln ansehen und Kartoffeln produzieren und dann eben dort auch entsprechend in die Produktion gehen für die Kartoffelchips. Denn die Kartoffeln können wir ja jetzt schon in unsere Suppenfabrik bringen und eine leckere Kartoffelsuppe produzieren. Aber zusammen mit dem Sonnenöl und mit dem Rapsöl lässt sich eben dann noch ein weiterer Produktionszweig hier erstellen. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Und wenn wir natürlich die Fabrik haben, ob da noch ein bisschen was anderes geht. So. Jo, er arbeitet. Wie gesagt, die Felder werden jetzt erstmal hier vorbereitet, gepflügt, damit wir auf jeden Fall noch einen höheren Umweltbonus bekommen. So, vorsichtig hier jetzt um die Kurve. Und im Prinzip haben wir ja unser Big Farm Projekt schon gestartet, hier mit dem Holmer auf der rechten Seite, weil das ist ja schon ein Großgerät. Und wir werden jetzt auch wirklich im großen Stil hier arbeiten. Wir haben zwar noch dieses Erntegerät hier links, damit werden wir auch noch ein bisschen arbeiten, eben aber nur auf den wirklich kleinen Feldern, wenn wir noch so ein paar, ich sage mal, ja, Reserven bilden. Aber die große Geschichte müssen wir natürlich jetzt mit dem Holmer machen. So, jetzt habe ich hier einen kleinen Weg gebastelt. Hier wird abgekippt. Also hier haben wir auf jeden Fall Fläche auch zum Expandieren. So, so, da ist noch jede Menge Mehl, glaube ich, drin. Sehr gut, dann schauen wir mal, wo könnten wir denn das Mehl hinbringen? Wo können wir denn das Mehl hinbringen? So, ich glaube weiter runter. Ah, Dezember, Januar, Februar, 1200, 1000. Naja gut, es ist ja nicht so. Ich meine, Erlengrad und so weiter, das ist immer alles schön und gut, aber das macht halt wirklich keinen Sinn für diese ganzen Sachen, die wir schon produziert haben. Der Preis geht wieder nach oben. Zum Supermarkt. So, alles passt da anscheinend noch nicht hin. Ja, das meine ich. Dann fliegt man mal hier wild durch die Gegend. Okay, das nimmt dann noch nichts. Ah, das nervt. So. Auf der anderen Seite dürfen wir uns ja nicht beschweren, dass wir so eine wunderschöne Autoload-Funktion haben. Okay, jetzt kickt er das da hinten weg. Wo bist denn du drauf? So, Dille, einmal. Das hier hat er überhaupt noch nicht gefressen. Das muss man so... Na, auch nicht. Jetzt aber... Ja, ziehen ist immer einfacher als schieben. So, wie sieht's aus? Ist jetzt leer hier? Sehr gut. So, was haben wir denn? 23.000, okay. Dann bringen wir das Ganze zum Supermarkt. Denn nur Bares ist Wahres. Kommen wir da vorbei? Natürlich nicht. Mit dem Spiegel hängen geblieben. Unfassbar. So, Supermarkt ist ja nicht so weit weg. So, ist ja keine Rennstrecke hier. Wir müssen ja hier keine Rennen fahren. Dann fahren wir mal mit 60 hier übers Feld. Da hat es eine Brücke. Und dann können wir ja im Prinzip geradeaus hier über unsere Fabrik, über unsere Produktion fahren. Und
Ja, Mail wird hier nicht angenommen, das ist mir klar. So, wir müssen links zum Supermarkt und interessanterweise lässt sich da dort wesentlich einfacher, glaube ich, verkaufen als beim Bauernmarkt. Da muss Giants auch nochmal ein bisschen nacharbeiten. Bin ich jedenfalls der Meinung, dass es dort leichter geht. Hier ist der Supermarkt. Ja, diese zweite Kamera ist schon ein bisschen. Okay. Ja, da frisst er das Zeug gleich runter. Sehr schön. Mit Vielfalt ist alles drin. Das gute Saatgut. Saatgut von Saatenunion. 2,50. Was hat uns das gebracht? 24.000 plus 1.700 Umweltbonus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, wir gucken in den Spiegel. Es ist frei. Werden aber trotzdem einmal rangieren müssen. Jetzt könnten wir natürlich... Ja, sorry. Und nicht im Spiegel hängen bleiben. So, jetzt könnten wir... Wo stellen wir das Ganze jetzt wieder hin? Ach, Augenblick mal. Mir fällt gerade ein, wie sieht denn das eigentlich an unserer Kartoffelfabrik aus? Ich weiß, ich bleibe jetzt hier mitten auf der Straße stehen. Ja, da hinten kommt auch einer. So, dann fahre ich einfach mal kurz hier rein. Handbremse. Mal ganz kurz schauen, wie es eigentlich aussieht bei unserer Suppenfabrik. Das ist hier. So, weil da haben wir doch auch so ein Teil. Okay, aber da ist noch nicht viel. Was haben wir denn hier? Karotten. Sind das Karotten? Das sind Karotten. Karotten. Was haben wir hier drauf? Kartoffelsuppe. Ja, da wird ja, glaube ich, nicht mehr allzu viel kommen, ne? Da wäre noch Kartoffelsuppe. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Das können wir mit Sicherheit das nächste Mal verkaufen. So, dann fahren wir mit dem erstmal wieder zurück und... Ah, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Dann bringen wir den nämlich zu unserer Mühle und tun dort mir fällt jetzt der Name wieder nicht ein. Die Plattform. Ich denke, so wird das Ding heißen. Dann werden wir dort die Plattform erstmal wieder zwischenlagern, ablagern. Und dann holen wir noch die Konserven und werden die noch verkaufen, damit die auch weg sind. Und dann können wir uns nämlich langsam aber sicher Gedanken machen über eine neue Sämaschine. Und könnten hier mal langsam anfangen, schon mal Kartoffeln natürlich auszusäen. Und ich glaube, Raps müsste doch auch gehen. Oder Sonnenblumen, das werden wir gleich sehen. Aber ich bin jetzt am Überlegen, ob wir überhaupt eine Einzelkorn-Sämaschine haben. Das weiß ich jetzt gar nicht, weil die werden wir dann wohl auch brauchen. So. Also ich fand es irgendwie poppig und richtig cool hier dann neben diese Mühle, die ja wirklich nur zur Dekoration ist, aber sich bewegt, dann unsere Mühle dahin zu packen. Ich bin der Meinung, das passt relativ ganz gut hierher. So, dann laden wir hier mal ab. Augenblick. So, das müsste so passen. Na. Und dann damit jetzt nochmal zur Konservenfabrik und nochmal ein bisschen Geld gemacht. Auf der Zilonka, die wir, wie gesagt, hauptsächlich mit den neuen Fruchtsorten spielen.
aber dank dem Holmer hier dann auch wirklich im größeren Stil und wir dann langsam aber sicher in ein Big Farm-Projekt übergehen. Und mit den Produktionen muss man schon sagen, also da kommt auch ein bisschen Geld bei rum. So, jetzt überlege ich nur, war das jetzt richtig? Ja, da kommen wir rum, da ist genug Platz. So. Schon mal den Arm hinten rausfahren. Okay, was haben wir da drauf? Karotten, 20.000. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Dann schauen wir mal, wo wir die jetzt am besten hinbringen. Denn eins muss man sagen, die Produktionssachen, die kann man ja eigentlich immer relativ gut verkaufen. 15,37. Okay, März, eigentlich ist es der niedrigste Wert. 14,71 beim Bauernmarkt, Supermarkt 14, aber gut 14 oder 15 und wir haben ja jede Menge drin. Wie gesagt, ich will auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Bares machen. Wir fahren zum Bauernmarkt. Ein bisschen Bares machen, damit wir auf jeden Fall jetzt neue Geräte kaufen können für die neue Saison. Sehr schön, wunderbar. Jo, so. Dann würde ich sagen, wir bringen das Ganze jetzt hier zu einem Abschluss. Und ich glaube, der Kollege hier ist auch fertig mit dem Pflügen. Aber ich werde das jetzt erstmal zum Verkauf fahren und dann anschließend ihm ein neues Feld zuweisen. Obwohl, Augenblick. Ei! Bremsweg, ne? Aber da kommen wir vorbei. Okay, ich sage recht herzlichen Dank für die Folge. Das soll es jetzt erstmal wieder gewesen sein von der Zielonka. Aber die nächsten Folgen sind schon in der Pipeline. Wir gehen jetzt hier richtig in die Vollen und werden dann noch richtig hier die Felder bearbeiten und Material ansehen und unsere Produktionen dann auch irgendwann mal kaufen für die Kartoffelchips. Ja, also, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier wieder auf der Zielonka. Ich sage bis dahin, tschüss, ciao, euer Baden-Farmer.